Jawohl. Keine Musik. Ja, herzlich willkommen, wie gesagt. Ja, der Herbst wird entspannt. Wobei eine Sache, da freue ich mich ja nicht auf den Herbst, muss ich sagen. Und zwar, das ist der Schulbeginn. Ja, wieder diese ganzen Elternabende und so. Da musst du wieder Oma sitzen drinnen. Da. Vor 2 Jahren bin ich beim Elternabend einmal eingeschlafen. Ja, dann hat der Lehrer gesagt, geh Hans. Dann habe ich irrtümlicherweise ja gesagt. Dann war ich schon Elternvertreter. Das ist... Dann habe ich 1 Jahr lang 10 Wochentage mitlatschen müssen. Hörst du, also Bibi Langstrumpf, was weiß ich, was für eine Konzerte anschauen. Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht bereit für das neue Schuljahr. Ich habe mich vom letzten Schuljahr noch nicht erholt. Ja. 2 Tage bevor das Zeugnis dahergekommen ist, kommt der Bub heim von der Schule und sagt, Papa, stell dir vor, der Religionslehrer hat gesagt, eine Studie hat ergeben, dass die Rinderhaltung umweltschädlicher ist als der gesamte Autoverkehr. Die österreichischen Bauern sollen aufhören, Rinder zu halten. Da sag ich, ja, wie, was soll ich jetzt da statt die Viecher alle weg tun, stattdessen Autos her tun, fressen mir die Autos die Alm lang, wo was, wie, was? Sag ich, wer hat das gesagt? Sogar der Religionslehrer. Sag ich, der Religionslehrer. Sag ich, ja, der Religionslehrer. Da sag ich, aha, ja. Na klar, wenn du halt Religionslehrer bist, dann verfügst du natürlich über ein umfangreiches landwirtschaftliches Wissen, das ist klar, ja. Die hat man bei der Ausbildung mitgegeben. Was ist überhaupt Ausbildung zum Religionslehrer? Ich glaube, 2 Wochenenden, wie viel Kurs? Irgend sowas, glaube ich, oder? Weiß nicht. Und da machen sie, glaube ich, Landwirtschaft auch mit nach der Mittagspause. Ja. Ich kenne ja unseren Religionslehrer, gell? Der wohnt da bei uns auch in Schlatzing. Und der hat ja vor ein paar Jahren ein Sabbatical gemacht. Gell? So 1 Jahr Auszeit, vergönne ich ihm eh bei dem stressigen Job. Auf jeden Fall hat er in diesem Sabbatical das Bermuda-Dreieck der Globuli-Lutscher bereist. Also angefangen da in Lourdes, dann weiter noch mit Chegore und als krönenden Abschluss ist er da nach Goa umgeflogen und nach 1 Jahr sind wir dann kompletten Vollkläscher wieder heimgekommen. Seine Frau ist drüben geblieben in Goa bei einem Yoga-Lehrer. Dafür hat er einen Gandhi mit heimgebracht. Also, nicht den echten, sein Gandhi hat er mitgebracht. Sein Gandhi ist ein komplett zerrupfter, dreibeiniger, hohlblinder Zwergbudel, den er drüben irgendwas mehr als er gefischt hat, da in letzter Sekunde noch. Ja, und jetzt ist dieser Gandhi da in Schlatzing und damit er sich erholen kann, der Hund, wird er jetzt vegan ernährt. Wenn du mich fragst, ist das ein armer Hund? Ja. Ich sehe sie manchmal beim Spazieren. Gell? Und der Hund schaut mich immer so traurig an und ich habe das Gefühl, wenn ein Hund sprechen könnte, dann würde er sagen, Haus, bitte bring mich zurück nach Indien, ich will wieder ins Meer. Oder das sauf mich wenigstens da im Dorfbuch. Alles besser als beim Religionslehrer. Ja. Der Religionslehrer gibt jetzt an sein umfangreiches Wissen, das er da in Goa gesammelt hat, an seine Mitmenschen weiter. Ja. Und zwar bietet er so Seminare an, so Workshops. Für heiße 500 Euro kann man dann bei ihm so Bäume umarmen. Und für einen 100er extra kann man nackt Vollmondwanderungen begleitet durch Klangschallklänge durch seinen Garten machen. Klingt spannend, als es ausschaut, muss ich sagen. Also, ich habe mal drüber geschaut über den Zaun, du kannst vergessen. Ja, so. Aber ich sage, ob der Hund ist Veganer. Er selber, der Religionslehrer, ist ja nicht vegan. Er hat mir erklärt, vegan ist ihm zu trivial, weil heutzutage ist ja schon fast jeder Vollprolet Veganer. Da muss ich ihm echt recht geben. Veganer gibt es mittlerweile echt viele. Die kriegen ja überall aus. Momentan gehst du auf im Wald spazieren, hebst einen Stein auf, ist ein Veganer drunter. Ja. Da macht der Religionslehrer nicht mit. Er ist nämlich Frutarier. Ja. Frutarier ist Champions League, hat er mal erklärt. Der Frutarier, der isst den Apfel erst, wenn der freiwillig vom Baum runtergeflogen ist. Schütteln ist verboten. Ja. Jetzt steht ein Herbst immer da und aus einem Apfelbaum und schaut sehnsüchtig auf, bis er mal was runterfliegt. Ja, also. Meistens sind sie, bevor sie runterfliegen, schon mit einem Wurm durchzogen. Ja, aber bitte. Ja. So wie er ausschaut, setzt er von November bis Juli auf Lichtnahrung.
Und jedenfalls, wie gesagt, habe ich mich da so aufgeregt auf einen Zeugnistag, dass er den Kindern da irgendein Schmarrn von der Landwirtschaft und Rinderhaltung erklärt hat. Dann habe ich ihn angerufen. Dann habe ich gesagt, du Religionslehrer, was erzählst du den Kindern da von Plätzchen von Rinderhaltung und Studie? Jetzt hörst du mal auf mit deiner Studie. Weil ich habe nämlich jetzt auch eine Studie durchgeführt, und zwar drüben in Kirchenwirt. Und da haben von 12 befragten Landwirten 15 gesagt. War schon nach Mitternacht, ja. Jedenfalls haben da die 15 gesagt, dass deine Studie, von der du da redest, ein kompletter Vollrotz ist. Ja? Bleib du da bei deiner Religion und den Ave Maria und lass die Landwirtschaft Landwirtschaft sein, habe ich dann gesagt. Das geht mir echt schon auf die Nerven, gell? Mit welchen Leid ich mich da herumschlagen muss und herumdiskutieren muss. Ich kenne Leute bei uns daheim, ja, die lassen sich halt Wandfetzen in China zusammennähen, kaufen sich tonnenweise Smartphones, für die in Westafrika ganze Landstriche gerodet werden, fliegen zweimal im Jahr mit dem Billigflieger nach All-Inclusive-Urlaub, nach was der Teufel wohin, am Wochenende steigen sie in die SUV-Geländeauto ein, fahren aufs Wochenende, heißt aufs Land aus, machen einen auf Peter Filzmeier und erklären uns Bauern dann die Welt. Ja? Was, ich hab da. Ja, danke schön. Ich hab da so einen zugrasten Nachbar, gell, so einen Klagenfurter. Ja? Normal sag ich immer Wien, aber das kannst du halt nicht machen. Ja, aber. wie gesagt, ein zugezogener Klagenfurter, und das ist auch so ein ähnlicher Typ wie der Religionslehrer, nur halt nicht vegan. Das ist ein Mensch, wo du da denkst, wenn der mal vor dir über den Zebrastreifen drüber geht, kann durchaus passieren, dass du die Bremsen nicht gleich findest. Weißt, der Typ, der zieht sich ja leider auch knallen, steigt in sein SUV-Geländewagen ein, fährt die 200 Meter zu mir auf den Hof, geht einen Hof laden und beschwert sich dann, dass die Golden Delicious nicht geputzt sind. Dann habe ich gesagt, das sind keine Golden Delicious, das sind Erdäpfel. Und mit solchen Leuten muss ich dann über Landwirtschaft diskutieren. Ja? Weil letzten November habe ich mit diesem Herrn da meine heisere Diskussion geführt. Ja? Kommt bei der Herr auf einen Freitagnachmittag, schaut drüber, wenn zusammen mit seinem Watschenbettler-Gesicht. Dann sagt er, ja, Hans, jetzt habe ich ja gelesen im Internet, ihr Bauern seid ja alles Tierquäler. Gell? Muss man nur recherchieren, steht alles drinnen. Ja? Wo du eh schon denkst, haust du ihn gerade oder verkehrt einmal ins Gesicht rein? Aber da denkst du, nein, Hans, du bleibst du ruhig, da stehst du drüber. Ich bin ins Haus reingegangen, in Ruhe, gehabt, da drüben latschen losen. Dann sag ich, zwei Stunden später fährt er mit dem Auto weg. Gell? Dann denke ich mal, jetzt bin ich neugierig, wo der hinfährt. Dann bin ich im Heimlichen hochgefahren mit meinem Traktor. Habe einen Chip eingebaut. Ja? Und jedenfalls bleibt er beim Supermarkt stehen. Gell? Dann bin ich da heimlich rein, habe ich zwischen die Regale ausgeschaut, was er sich da so reinhaut. Sicher von der Weiten. Haut er sich in sein Wagele einen holländischen Rindfleischschmuggel ein um 4,91 € das Kilo. Ja, weil klar, gell, beim Fleisch, da muss man schon billig einkaufen. Fleisch ist ein Grundnahrungsmittel, gell, da muss man schon sparen. Bei meinem Nachbar, da stehen oft drei Autos vor der Haustür, als der zu mir gekommen war und mir ein Fleisch abgekauft hätte. Das hätte es noch nie gegeben. Und da haben wir gesagt, du bist ja viel zu teuer. Ja, da gehen wir lieber holländisches Fleisch kaufen. Und eben auf diesem Tag habe ich ihn da mit seiner Situation konfrontiert. Ja, hab ich gesagt, ja Nachbar, was kaufen wir denn da Scheiß? Ein holländisches Rindfleisch. Weißt du, woher das kommt? Gut, sag schon einen Namen aus Holland, leichte Frage. Ja. Aber in Holland oben, da ist nichts mit Alm und Wiese und ja, natürlich Schweindel. Ja, da ist eher Vollspaltenböen, Neonröhre und Schussapparat. Gut, das haben wir in Österreich auch, aber mit viel mehr Liebe. Wir setzen den Schussapparat immer mit einem Lächeln an. Ja, also. Aber nein, jetzt wollte ich eigentlich uns nicht so überpeschen. Eigentlich wollte ich auf den holländischen Bauer gehen. Also wie gesagt, holländische Bauern, eher Massentierhaltung, hunderte, tausend Viecher, einige quetscht in einen Stall. Ja, und allerdings, gell, der holländische Bauer ist halt auch nur ein Mensch. Gell. Der macht sein Geld halt mehr oder weniger mit der Quantität. Der muss halt irgendwie da schauen, dass er durchkommt. Und aus diesem Grund muss er seinen Viechern eher das billigste Futtermittel kaufen. Und das kommt dann meistens aus Südamerika auf, weil der südamerikanische Soja, das ist oft billiger als die Futtermittel, die wir in Europa rum anbauen. Und meiner Meinung nach ist der südamerikanische Bauer sowieso viel gescheiter als wir da in Europa. Ja, weil während wir da teure Ställe bauen, auf vollwegsig artgerechte Tierhaltung achten, sagt sich der südamerikanische Bauer, Umweltschutz, what the fuck is that? Ja?
Zuerst droht ihr mir ein paar Quadratkilometer Regenwald nieder, danach stopfe ich dort tausende Viecher in so eine Gehege ein, dass ich das Batterielegehändel Mitleid mit dieser Rinder da kriege. Anschließend starte ich mir mein Flugzeug und haue mir die Spritzmittel über den Soja drüber. Danach kommt das Antibiotika und die Hormonspritzen für meine Kuh. Ich bin mir sicher, eine durchschnittliche argentinische Kuh hat mehr Dopingmittel drinnen als der Lance Armstrong und der HC Strache zusammen. Ja? Aber ich als kleiner Bergbauer mit meinen paar Kühen kann ich mich davon eigenen Nachbarn als Tierquäler bezeichnen lassen. Ja? Aber gut, auf diesem Tag habe ich den Nachbarn überzeugt von meinen Argumenten. Hat er gesagt, na Hans, das war ein Fehler, dass ich holländisches Fleisch kaufe. Das mache ich nie wieder. Das nächste Mal, wenn du ein Rind schlachtest, kaufe ich dir 10 Kilo Fleisch ab. Ja? Mein Gott, das werden vielleicht ein paar sagen, Schlachten ist aber kein lustiges Thema. Ich weiß, Schlachten ist nicht lustig, aber wenn man Fleisch isst, gehört Schlachten irgendwie dazu. Ich bin der Meinung, wenn man Fleisch isst und sich über Schlachten aufregt, das ist dasselbe, wie wenn du zu H&M einkaufen gehst und dich beschwerst, dass die Kinder in China der Gewand zusammen sind. Ja, danke schön. Apropos H&M, jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, gell? Vor 2 Wochen hat der H&M in China drüben eine 20-jährige Mitarbeiterin gekündigt, was wirklich sehr unfair ist, weil sie die letzten 17 Jahre wirklich tolle Arbeit für diesen Konzern geleistet hat. Warte, jetzt bin ich von dem. Ah genau, jedenfalls beim Schlachten war mal. Ja, jedenfalls ähnliches Thema, Schlachten. Ja. Wie gesagt, der Nachbar sagt, er möchte mir ein Fleisch abkaufen. Du kommst bei her und sagst, aha, so schaut also frisches Rindfleisch aus, interessant, interessant. Wo ist denn da der Lungenbraten? Musst wissen, ich verkaufe so ein 10-Kilo-Paket um 125 Euro und aus einem nur andersmäßig Rindschnitzel, gut, das verschiertes Rindsbraten, Suppenfleisch und dann Knochen, gerade ist dabei. Ja. Lungenbraten ist gleich Filet, das ist das teuerste. Das geht sich mit einem Kilopreis von 12,50 Euro nicht aus. So ein Filet kostet eher 45 bis 50 Euro. Den Lungenbraten, den verkaufe ich nicht, den friss ich selber. Ja. Ich hab das mein Nachbar erklärt, ohne den letzten Satz. Dann hat er gesagt, ja, aber er bekommt ja Besuch und dann möchte er ein Filet aufkochen und er zahlt ja auch gut. Dann denke ich mir, ja gut, meinetwegen, so wie ein Lungenbraten haben. Dann sagt er, ja bitte, dann hätte ich gerne einen 3/4 Kilo Lungenbraten, aber bitte vom Guten. Ich weiß es nicht, ob er der Meinung war, dass mein Ochs ein kettenrauchender Alkoholiker gewesen ist. Aber bitte, wenn es ihm dann besser geht, ja sicher vom Guten. Dann hätte er noch gerne das Gulasch etwas würfeliger geschnitten, das Suppenfleisch ohne Knochen, handbeschriftet, vakuumiert, hauszugestellt um 19 Uhr, wenn es keine Umstände macht. Machen wir natürlich gern, klar, kein Problem. Um 19 Uhr steht vor seiner Haustür mit seiner Bestellung und sagt so, bitteschön, das macht jetzt 149,50 Euro. Er holt seine Geldtaschen, circa 100 aus, circa 50 aus, schaut mich ganz verzweifelt an und sagt, au weh, jetzt habe ich es leider nicht klar. Kannst du zufällig ausgeben? Weißt, ich verstehe solche Leute nicht, gell? 50 Cent Trinkgeld bei 149,50 Euro, sein Hase 0,3% und da druckt das sierige Arschloch um, als ginge es um sein Nieren. Hä? Mann. Glaubst du, dass ich mit 50 Cent zum Nachbar gehe? Ich hab gedacht, ich krieg 3 Bier zum Saufen her. Also nichts mehr. Kein Geld da, dann geht's um mein Auto. Dann schaut mir der Depp eine Viertelstunde zu, wie ich mein Auto auf den Kopf stürme, vielleicht in gar Münzen zu finden. Er wollte mir sogar seinen Staubsauger leihen. Ja? Und irgendwann habe ich dort beim Fahrersitz in der Ritzen ein Zuckerle gefunden, auf dem 3 Zwanzigerlein oben gewesen sind. Ja? Also 60 Cent. Dann gebe ich ihm das Zuckerle mit den 20er und sage da, bitteschön, kalt er den Rest, gehst damit mit der Frau einmal gut essen. Am besten ins Möbelhaus auf ein Schnitzel. Ja? Denke mal, ich gehe heim, die Geschichte ist erledigt. Am nächsten Tag ruft mir der Nachbar an. Er sagt, Hans, ich habe eine Frage. Fütterst du den Rindern Wachstumshormone? Dann sage ich, wie bitte? Er sagt, ja, ich habe den Lungenbraten jetzt seit 50 Minuten auf dem Grill oben und der schrumpft und schrumpft nicht auf die Hälfte zusammen, wie es normalerweise üblich ist. Was mache ich denn jetzt mit so viel Fleisch? Ich hab dann gesagt, weißt du was, du isst gescheiter. Ich glaub, es ist echt gescheiter, du gehst das nächste Mal doch wieder in den Supermarkt, kaufst deine argentinischen Rindfleisch spätestens um 2,99 Euro das Kilo, haust dann auf den Webergrill auf, die schrumpfen dann schön, genau wie der Hirn auf ein Drittel Zaum. Ja. Dankeschön. Vielen Dank.
Schlagzeug.